stellen Sie sich auch oft diese Frage? Nein, nicht das Warum. Das sollte mittlerweile jedem klar sein. Es geht ums Wie. Ganz egal, ob wir von so kleinen Beschaffungen sprechen, wie diesen Textmarkern hier, oder welches Toilettenpapier in Zukunft genutzt werden soll. Oder auch anspruchsvollere Anschaffungen, wie PCs, Drucker, Möbel, Textilien und Beleuchtung. Oder noch größeren Produkten, wie zum Beispiel unsere Arbeitsgeräte für den Garten- und Landschaftsbau. Laubbläser, Baumsägen, Rasenmäher und vieles mehr. Da gibt es so einiges zu beachten. Nicht nur ob Diesel, Benziner oder Elektro. Vielleicht ist ja auch eine Wildblumenwiese mal eine gute Wahl. Und dann, da können Sie sich sicher sein, dass ich mir diese eine Frage auch oft stelle. Ist doch ganz egal, ob wir von Textilien, technischen Arbeitsgeräten oder Verkehrsmitteln sprechen. Selbstverständlich soll alles in bestmöglicher Qualität beschafft werden. Und nachhaltig. Ja, nachhaltig soll es natürlich auch sein. Und da frage ich mich schon. Nicht warum, denn das sollte mittlerweile jedem klar sein. Aber wie? Wie können wir den ganzen Ansprüchen gerecht werden? Worauf muss ich achten, um nachhaltige Beschaffungen überhaupt gewährleisten zu können? Oftmals geht das ja schon bei der Verpackung mancher Dinge los. Nicht nur im Büro, auch im großen Stil. Wie sollen wir den ganzen Müll vermeiden? Gibt es vielleicht spezielle Unverpacktlösungen? Und dann gibt es neue Arbeitsschutzvorgaben und schon brauchen wir auch neue Arbeitskleidung. Und jetzt? Die passt vielleicht nicht so ganz oder riecht irgendwie unangenehm nach Chemikalien. Wie gehe ich dann jetzt am besten vor? Gütezeichen. Oh, da gibt's aber einige von. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Fair produziert und auf Sicherheit geprüft. Und wie sieht es eigentlich mit der Technik aus? Da können wir doch sicher auch was machen. Nicht immer das billigste, sondern das wirtschaftlichste Produkt brauchen wir. Was bringen uns denn neue PCs, wenn sie nach kurzer Laufzeit nicht mehr funktionieren? Wie viel zahlen wir wohl, um kaputte Geräte wieder richtig zu entsorgen? Wie viel Strom verbrauchen die Dinger überhaupt? Und was mit den Arbeitsbedingungen bei der Herstellung? Darüber müssen wir uns schon vor der Beschaffung Gedanken machen. Vielleicht muss ja auch nicht immer alles neu gekauft werden. Gerade Möbel halten doch ewig. Reparieren ist ja besser als neu kaufen. Aber mit den alten Dingern wird das nichts, mein Freund. Dann sollten wir vielleicht mal Möbel beschaffen, die man auch reparieren kann. Aus nachhaltigen Materialien und mit austauschbaren Einzelteilen. Natürlich können wir immer noch mehr machen. Und das sollten wir auch. Beschaffungen sollten vorher genau betrachtet und geplant werden. Und beim Bedarf, da beginnt's. Nachhaltige Beschaffung ist das neue Normal. So wie dieser Film.